Endlich, nach all den Folgen, bekommen wir endlich die Dämonenform von Asta zu sehen. Wirklich dieses Mal. Weil das gegen Vettu war irgendwie so, ich weiß nicht. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover Episode 63 oder auch Page 63. Nandemonai. Bevor ich anfange, wie immer, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für jede Unterstützung. Und ich muss gleich von Anfang an sagen, diese Episode hat mich wirklich überrascht. Es ist komplett anders ausgegangen und hat sich komplett anders abgespielt, als ich mir das dachte. Für was man Asta einfach mal Props geben muss, ist, dass er sich nicht von dem Dämonen hat übernehmen lassen. Was, denke ich mal, ziemlich offensichtlich war, dass Asta sowas nicht zulässt, zumindest nicht ohne Kampf, aber es hat auch gleichzeitig die Auswirkung, dass dieser Modus, dieser Dämonenmodus, nicht ganz so berserk ist, wie ich das eigentlich dachte. Weil mein Gedanke war halt wirklich, dass es zumindest die ersten Male so sein wird wie bei Goku und seiner Ultra-Instinkt-Form. Und ja, das Thema kommt auf, der Vergleich kommt auf. Ich denke mal, das ist jetzt nicht einmal so weit hergeholt. Ich bin jetzt sicherlich nicht der Einzige, der das mit dem Ultra-Instinkt vergleicht oder vergleichen möchte, weil ich habe es auch schon öfter den Ultra-Instinkt-Modus von Asta genannt. Aber es gibt sehr viele Unterschiede zwischen den beiden, zwischen Ultra-Instinkt und zwischen dem Dämonen-Modus von Asta. Was bei dem Dämonen-Modus der Fall war, dass ein Dämon, eine Dämonenaura, jemand anderer durch ihn, durch seinen Körper fließt. Jetzt nicht so, was die Hexenkönigin macht, das ist was anderes, aber das war eben beim Ultra Instinct absolut nicht der Fall. Weil das war ja eine gängige Theorie mit Gokus Ultra Instinct, dass er die Macht bekommt, weil sie sich eben in dieser World of Void, in der Welt des Nichts befinden und da die zerstörten Universen sind. Und die Seelen ihn quasi besessen, also Goku, und er dadurch den Ultra-Instinkt erreicht. Ich denke mal, dass diese Theorie noch nicht hundertprozentig auf Eis gelegt wurde. Außer der Broly-Film sagt irgendwas anderes. Aber ich würde mal sagen, dass die Theorie mal gestoppt wurde. Weil das war definitiv nicht der Fall. Ultra-Instinkt, den Goku hatte, ist definitiv was anderes. Aber dafür finden wir eben ähnliche Aspekte in Astas Dämonenform. Was ich persönlich relativ gut finde. Man merkt auch wieder Ähnlichkeiten zwischen Goku und Asta, weil beide den Drang haben, diese Form zu meistern. Natürlich hat Asta jetzt ein paar andere Schwierigkeiten, weil sie müssen gegen die Hexenkönigin gewinnen. Oder eher, die anderen werden nur exekutiert. Auf eine sehr unübliche Weise. Sie werden auf Blutkreuze gehängt und da würde meine Monetarisierung gehen, hätte ich eine. Aber ich habe keine. Noch nicht. Und da war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, wie so alle auf Kreuzen gehangen sind. Was würde wohl 4Kids tun? Wie würden sie das dem Erdboden gleich machen? Beziehungsweise gibt es Unterschiede zu der amerikanischen Version? Ich glaube nicht, dass die da das Bild verändern. Zumindest nicht in der OMU-Version, also in der Original mit Untertitel-Version. Aber mich würde dann doch das DVD-Release in Amerika interessieren, beziehungsweise den Dub, den sie ja, glaube ich, bei Black Clover noch am Laufen haben. Ob sie da das Bild zensieren und aus den Kreuzen einfach nur irgendwelche, ja, Wölbungen, Blutsteine machen, wäre auf jeden Fall interessant. Ich könnte es mir einfach vorstellen. Wie das denn bei uns abläuft? Ich glaube, wenn wir da jemals einen Dub bekommen, dann würde ich Asta sprechen. Nein, aber jetzt ernsthaft. Dann denke ich mal, wird es bei uns wahrscheinlich so bleiben, wie wir es da im japanischen Original haben. Außer es kommt der VTL 2. Aber läuft da überhaupt noch was? Ich glaube, die Tage sind vorbei. Aber zurück zur Episode selber. Ich habe in der vorigen Folge erwähnt, dass ich denke, dass Licht vielleicht wieder to the rescue kommt. Aber Pustekuchen. Es taucht eben als ultimative Endgegnerin nach Ladros ziemlich sicheren Tod die Hexenkönigin auf. Und die ist, ich muss sagen, um einiges OP-er, als ich dachte. Weil sie hat Blutmagie und kann dadurch Blut kontrollieren. Und sie hat, als die erste geheilt hat,
Teile von ihrem Blut in Aster gegeben und kann ihn dadurch kontrollieren. Man möchte ihn jetzt als eine Marionette, also eine Puppe verwenden, um ihre Drecksarbeit zu erledigen, weil sie das Antimagie-Schwert halt einfach nicht schwingen kann. Und die Situation schaut ziemlich aussichtslos aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zwei Episoden die Black Clover sicherlich noch laufen wird. Weil ich glaube, es wird sicherlich noch 65 geben. Ich glaube nicht, dass es mit 64 endet. Er wird sicher noch dagegen ankämpfen können. Meine Prediction ist, dass er vielleicht sogar mit dem Dämonen zusammenarbeitet, weil ich wette, wenn der die Kontrolle über Aster übernimmt, wie es am Anfang eigentlich vorhatte, dass die Hexenkönigin dann mal ordentlich mit ihrer Blutmagie, wie definiere ich das am besten? Ja, nennen wir es einfach mal, nicht weit kommen wird. Dass der da ordentlich aufräumen wird. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Folge passieren wird, weil ich bin halt einfach ein Team Noel-Fan und kann mir da nicht vorstellen, dass die dann einfach so weg ist. Vor allem nicht durch Asters Hand oder eher durch Asters Schwert. Und die Situation, was beim Ultra Instinct? Ich glaube mal nicht, dass die da, weil diese... Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.